Du wolltest schon immer eine Kamera mit toller Bildqualität, die für jeden Spaß zu haben ist? Die neue TAF TG7 von OM System ist eine leistungsstarke Kompaktkamera, die so ziemlich jeden Schabernack mitmacht. Ob Tauchgänge, Stürze oder eisige Temperaturen. Für die TG7 alles gar kein Problem. Wir haben die TG7 für euch getestet und ihr so einiges zugemutet. Dare more, also wage mehr. Unter diesem Motto stellt OM System die neue TAF TG7 vor. Die Kompaktkamera ist für Extremsituationen konzipiert, bei denen Systemkameras längst kapitulieren würden. Wir konnten die TG7 zwar nicht unter optimalen Extremsituationen testen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Die Kamera ist bis 15 Meter wasserdicht. Fällt sie dir mal runter, ist das halb so wild. Die TG7 hält Stürze aus 2,1 Meter und Druck bis 100 Kilo aus. So hast du bei Outdoor-Trips eine Sorge weniger. Außerdem fühlt sich die Kamera auch im Dreckpudel wohl. Staub, Matsch und Sand machen der TG7 nichts aus. Auch Frost kann sie gut wegstecken. Die Kamera arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis minus 10 Grad. Das doppelte Schutzglas verhindert zudem das Beschlagen des Objektivs bei starken Temperaturschwankungen. Die TG7 verspricht hohe Bildqualität mit vielen Kreativmodi, Videoaufzeichnung in 4K und tolle Makrofähigkeiten. Kombiniert mit konkurrenzloser Robustheit. Bei den Szenenmodi ist die TG7 um eine Rubrik reicher geworden, aber dazu später mehr. Außerdem wurde die Farbwiedergabe des LCD-Panels verbessert, der USB-Anschluss von Micro B auf Typ C geändert und der Griff mit einer Anti-Rutsch-Gummierung versehen. Außerdem neu ist die Aufnahme vertikaler Videos für das Teilen auf sozialen Medien. Die handliche Kamera wiegt nur 249 Gramm und passt in nahezu jede Jacken- oder Hosentasche. Erhältlich ist sie in leuchtendem Rot oder dezentem Schwarz. Eine Handschlaufe ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Herzstück der TG7 ist der 12 Megapixel rückseitig belichtete CMOS-Sensor. Der TruePic 8 Bildsensor, den wir schon aus der OMD-Serie von OM System kennen, sorgt für eine hohe Bildauflösung und reduziert das Bildrauschen. Das 25 bis 100 mm Objektiv erlaubt dir vielseitige Einsatzmöglichkeiten, von Makrofotografie bis hin zu Landschaftsfotos. Das Blende 2 Objektiv mit optischem Vierfachzoom setzt sich aus einer DSA-Linse, einer HR-HD-Linse und einer Gruppe asphärischer Linsen zusammen. Für das Bearbeiten deiner Bilder kannst du deine Fotos im RAW-Format oder als RAW plus JPEG in verschiedenen Qualitätsstufen speichern. Du kannst deine RAW-Aufnahmen auch von der TG7 automatisch bearbeiten lassen. Das ist allerdings nicht zu empfehlen, da die ursprüngliche RAW-Datei mit einem JPEG überschrieben wird. Videos kannst du in 4K mit 25 Frames aufzeichnen. Willst du eine höhere Framerate, reduziert sich deine Auflösung bei 120 Frames auf Full HD, bei 240 Frames auf HD und bei 480 Frames auf SD-Qualität. Mit der Intervallaufnahme kannst du bis zu 299 Bilder aufnehmen und aus den Aufnahmen einen Zeitrafferfilm erstellen. Die TAF TG7 wurde für tolle Aufnahmen auf Knopfdruck entwickelt. Am Menürad kannst du zwischen 9 verschiedenen Kameramodi wählen. Der A-Modus ist der einzige Modus, in dem du die Blende manuell beeinflussen kannst. Tatsächlich kannst du die Blende nur bedingt beeinflussen, denn dir werden bei den Blendenschritten lediglich 3 Werte zur Auswahl gestellt. Im P-Modus wird automatisch die optimale Blende, Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit je nach Helligkeit deines Motivs eingestellt. Im Automodus wählt die Kamera die für die jeweilige Situation besten Einstellungen aus. Die Menümodi C1 und C2 kannst du individuell konfigurieren, um schnell auf deine Lieblingseinstellungen zugreifen zu können. Die Verschlusszeit wird von der TG7 außer in der Langzeitbelichtung automatisch gewählt. Die TG7 hat eine Vielzahl an kreativen Bildstilen, von klassischen Sepia- und Schwarz-Weiß-Effekten bis hin zu künstlerischen Modi, die deine Fotos stark verfremden. Mit den X-Processing-Modi und den Lochkamera-Bildstilen bekommen deine Fotos einen analogen Look. Auf die Makrofähigkeiten ist OM System besonders stolz. Wenn du also gerne Details sichtbar machen möchtest, stehen dir im Makromodus verschiedene Modi zur Verfügung. Im Mikroskopmodus kannst du bis zu 1 cm an dein Motiv herangehen.
Der Mikroskop-Kontrollmodus bietet dir per Knopfdruck bis zu vierfache Displayvergrößerung. Zusammen mit dem Zoom-Hebel kannst du eine bis zu 44-fache Bildvergrößerung erreichen. Beim Fokus-Stacking werden bis zu 10 Bilder mit unterschiedlichen Fokuspunkten zu einem Foto mit größerem Schärfebereich zusammengefügt. Beim Fokus-Bracketing erstellt die Kamera bis zu 30 Bilder mit unterschiedlichen Schärfepunkten. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim Fokus-Stacking, nur dass nicht automatisch ein Foto aus den Einzelbildern zusammengefügt wird. Für Makroaufnahmen sollte es möglichst windstill sein, da dein Motiv sonst unscharf wird. Auch wenn OM System bei der Nahaufnahme kein Stativ empfiehlt, sind die Fotos vom Stativ deutlich besser als die aus der Hand geworden. Die Wassertauglichkeit konnten wir leider nur unter norddeutschen Bedingungen für euch testen. Im Unterwassermenü stehen dir 5 Modi zur Auswahl. Der Unterwasser-Weitwinkelmodus sorgt für optimierte Aufnahmen dunkler Motive. Im Unterwasser-Mikroskopmodus kannst du Nahaufnahmen bis 1 cm vor Objektivende machen. Der Unterwasser-Makromodus eignet sich für kleine Motive. Außerdem kannst du im HDR-Modus deine Kontraste erhöhen und Schatten reduzieren. Die TG7 bietet dir verschiedene Unterwasser-Weißabgleichoptionen, die je nach Wassertiefe einstellbar sind und für eine naturgetreue Farbdarstellung sorgen. Der Unterwassermodus Tief ist für Wassertiefen ab 15 Metern geeignet. Für derlei Tauchgänge brauchst du allerdings ein Schwimmcase, was optional erhältlich und baugleich mit dem des Vorgängermodells ist. In den Szenenmodi sind besonders die Rubriken Nachtlandschaften und Landschaften zu erwähnen. Bei Nachtaufnahmen liefert die TG7 eine gute Farbwiedergabe mit einem ausgewogenen Kontrastumfang. Auch das Bildrauschen hält sich in Grenzen. Auch bei Landschaften gibt es eine Vielzahl an Modi, die du je nach Situation auswählen kannst. Ganz neu ist die Rubrik Bauwesen. 7 Modi stehen dir hier zur Verfügung, bei denen es weniger um Bildästhetik, dafür mehr um naturgetreue Darstellung geht. Wer zum Beispiel beruflich Baustellenfortschritte dokumentieren muss, braucht eine zuverlässige Kamera, die schmutzig werden kann und gute Aufnahmen liefert. In den Bauwesen-Modi kannst du Schmutzeinwirkung reduzieren, dunkle Bildbereiche aufhellen, Bauzeichnungen kontrastreicher fotografieren oder Gegenlichtsituationen verbessern. Wer hingegen seine Abenteuer dokumentieren möchte, kann seine GPS-Daten von der Kamera speichern lassen. Dafür muss die TG7 auf Log eingestellt sein. Über eine App kannst du die gespeicherten Daten zu deinen Aufnahmen abrufen. OM System bietet dir reichlich Zubehör für die TG7 an. Mit dem ringförmigen LED-Lichtleiter und dem Blitzdiffusor kannst du deine Bilder nach deinen Wünschen ausleuchten. Mit dem optionalen Telekonverter mit Verlängerung auf das 1,7-fache sowie 2 Fisheye-Objektiven hast du noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Weiteres praktisches Zubehör wie eine Sporthalterung oder ein Schwimmergurt sind ebenfalls erhältlich. Unser Fazit? Die TAF TG7 ist wirklich robust und hat so manchen inszenierten Sturz ertragen müssen. Das Gehäuse ist allerdings sehr anfällig für Kratzer. Hier wäre eine Rundumgummierung wünschenswert gewesen. Die Kompaktkamera kommt mit einer Vielzahl an Kamera- und Szenenmodi, um im Handumdrehen tolle Aufnahmen zu machen. Auf die volle Bildkontrolle musst du dabei zwar verzichten, doch für professionelle Aufnahmen wurde die TG7 auch nicht entwickelt. Innerhalb ihrer Preisklasse sucht man eine so abenteuerlustige Kamera vergeblich. Ob für Reisende, Extremsportler oder neuerdings auch Bauwesenbeschäftigte. Die TG7 ist eine Kamera, die Spaß macht und für allerlei Spaß zu haben ist. Gute Bildqualität gepaart mit unvergleichlicher Robustheit sind Argumente, die für die TG7 sprechen. Welche Abenteuer würdest du gerne mit der TG7 erleben? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und abonniere bei der Gelegenheit unseren Kanal. Das war's mal wieder von uns. Wir sehen uns im nächsten Video und natürlich bei Kalumet.